Alles wegen des lieben Geldes. Ich brauche ein Bier. Ihr braucht nur zu fragen. So, jetzt ist er wieder normal. Also so normal, wie er vorher war. Baumhaus. Ihr braucht nur zu fragen. Für euch tue ich alles. Aber natürlich, Schätzchen. Oh, ein neues Gegengift. Ein Heiltrank und ein anderer Trank. Ein Trank der Freiheit. Ich werde mich im Handumdrehen. Ein bisschen Gold. Die anderen beiden Sachen sind ja nichts wert. Aber hey, hier könnten wir die verfluchten Schriftrollen uns so dann lassen. Ihr passt in diesen Wäldern besser auf. Was wer dreistet sich, in das Reich der Natur einzudringen, während ein Erzdruide der Schattendruiden wacht? Wer könnte so todeshungrig sein? Noch mehr von Senjats schwächlichen Anhängern, wenn ich mich nicht täusche. Wie er mit seiner pazifistischen Ansichten einer der drei sein kann, geht über meine Logik hinaus. Wir werden hingehen, wohin wir wollen. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Entschuldigt bitte, aber wir jagen jene, die die Natur zerstören wollen. Gibt es hier in der Nähe Räuber? Verzeiht meine Unkenntnis, aber was ist ein Erzdruide? Unwissenheit darf nie entschuldigt werden. Wenn Lektionen auf die harte Art erteilt werden, sind sie umso besser im Gedächtnis verankert. Ich werde euch erhellen und dann meine Frage erneut stellen. Ich bin ein Erzdruide der Schattendruiden und es gibt nur wenige, die mir an Erfahrungsreichtum ebenbürtig sind. Es ist unsere Pflicht, die Natur von Außenseiter zu säubern. Die Druidenorden mit dem Glauben, dass Mensch mit der Natur im Einklang leben können, sind zum Scheitern verurteilt. Wir wollen der Natur ihren alten Glanz wiedergeben und der einzige Weg besteht in aktiver Aggression. Ich frage euch also erneut, wer seid ihr, dass ihr unerlaubt in das Reich der Natur einzudringen wagt? Jetzt reicht's mit eurem Gerede, verschwindet hier. Wir suchen jene, die diesen Wald verunreinigt haben. Sie verdienen kaum die Bezeichnung Räuber. Ihr wollt das zerstören, was die Heiden erbaut haben? Vielleicht seid ihr des zeitweisen Zugangs würdig, wobei ihr hier dennoch von mir überwacht werden müsst. In östlicher Richtung werdet ihr auf eine Festung stoßen. Sie wird vom sogenannten Eisenturm bewohnt. Am besten lasst ihr euch von einem der unseren begleiten, um sicherzustellen, dass eure Absichten ehrlich sind. Sucht diejenige namens Faldorn auf, sie unterstützt eure Sache. Ihre Wut auf jene, die das Land entehren, ist nur schwer zu zügeln und wird unsere Sache zweifellos förderlich sein. Geht jetzt und verweilt nicht an Orten, an denen ihr nichts zu suchen habt. Wie ihr wünscht. Ist er gegangen? Ja, er ist gegangen. Wir können plündern. Ich fühle mich so sehr, wenn das euer Wunsch ist. Oh, Kugeln. Und ein Trank der Lebenskraft. Kugeln plus 1 für Neron, Trank der Lebenskraft für unsere Tranktasche. Für euch tue ich alles. Und du kannst mal... Also der ehrende Dorn nicht, aber die Schleuder und diese Fluchrollen da reinpacken. Nebenbei identifizieren wir den Ring, oder? Töpfering Züchtiger. Ja, den können wir wahrscheinlich hier verkaufen. Weil das ist ja auch ein Fluchring. Nur die können wir nicht so identifizieren. Dafür brauchen wir auch wieder einen Zauber. Gut. Ja. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das heißt, wenn die Druiden nach Hause kommen, finden sie die verfluchten Schriftrollen und benutzen sie vielleicht auch noch. Sind sie so dumm? Wildhunde. Mal wieder.
Keine Worke, nur Wildhunde. Dafür Vampirwölfe. Wo läufst du hin? Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Vampirwölfe bringen auch gute Erfahrung. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ach, nehmen wir das mal als Einladung zum Rasten. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. So. Oh, wir sind am oberen Waldrand. Gut. Sind wir an dem Teil des Waldrandes? Ja. Nächster Abschnitt des Mantelwalds ist da drüben. Das ist, glaube ich, der letzte Abschnitt des Mantelwalds, bevor die Mine kommt. Aber wir sind ja hier noch nicht fertig. Wir sollten auch nicht so laufen, sondern... Hi. Ganz normale Wölfe. Wo? Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das wird kein schneller. So. Oh, hier ist noch eine Höhle. Ach, stimmt, ist hier nicht die Weihwörnhöhle? Ihr seid so kühn wie ein Ogermagus, so wie im Wald herumschutziert. Leider werdet ihr nicht viel weiter kommen, wenn ihr eure Absicht nicht den Schaden aufhebt, den ihr in der Natur anrichtet. Wer behauptet ihr zu sein und warum sollte ich euch passieren lassen? Ich behaupte, jemand zu sein, den ihr in Ruhe lassen solltet. Ich will euch schließlich nicht wehtun müssen. Ich bitte euch, lasst uns gehen. In den Wäldern gibt es Halunken, die mehr Schaden anrichten als wir. Wir müssen sie finden.
Wir schaden dem Wald nicht. Wir wollen nur zwischen den Bäumen umherwandern und ihre Großartigkeit genießen. Nein, ich bin das Erste. Ganz im Gegenteil, ich werde euch mit Vergnügen wehtun. Bereitstellung zeigt nur, dass euch der Weg durch den Wald verwehrt bleiben sollte. Gleichermaßen solltet ihr nicht weiterleben dürfen, denn am Ende durchquert ihr in Zukunft noch andere Wälder. Schattendruinen wie ich sind die letzte Verteidigungslinie. Wir müssen die Natur vor ungehobelten Klötzen wie euch schützen. Wie ihr wünscht. Ja, ihr braucht. Ihr Schattendruinen könnt nur nicht wirklich was. Also ja, Weibernhöhle. Die war schon hier. Da hätte es normalerweise eine Cutscene für geben sollen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Nur weiter, Freunde. Hier gibt es nichts zu sehen. Nur einen einfachen Waldbewohner, der ein bisschen die Höhlen erforscht. Das ist aber ein seltsamer Ort für einen Waldbewohner. Habt ihr keine Angst vor den jungen Lindwürmern hinter euch? Habt ihr Räuber oder ähnlich unangenehme Gestalten hier in der Nähe gesehen? Was wollt ihr hier? Sagt es gleich, bevor ich euch umbringe. Nehmen wir das Erste. Ihr versteht einfach nichts von Holz und allem, was damit zusammenhängt. Diese Wesen sind friedlich und das Risiko lohnt sich. Gar die dunkelsten Höhen können eine lohnende Erfahrung für den Waldbewohner sein, der sich selbst gut kennt. Warum? Unterirdische Bäume liefern das beste Holz für Schnitzer. Aller Art Schmuckstücke. Unterirdische Bäume? Wisst ihr auch wirklich, wovon ihr redet? Na gut, da überlasse ich euch eure Arbeit. Nichts liege mir ferner, als zwischen einem Mann und seinem Wald zu treten, sozusagen. Ich glaube, dass ihr mich anlügt. Nehmt mir einen Grund, warum ich euch nicht töten sollte. Nehmen wir das Erste. Aber sicher, habe ich euch Anlass zu Zweifel gegeben? Natürlich nicht. Alles ist so, wie es sein sollte. Es gibt nichts Ungewöhnliches an mir und meinen Lind. Ich meine an mir und diesen Lindwürmern. Worauf wart ihr hinaus? Kommt es euch nicht selber komisch vor, was ihr da macht? Oh, eigentlich nicht. Für einen Waldbewohner ist es nicht ungewöhnlich, den Schutz natürlicher Höhlen zu suchen. Und, ach, fahrt zur Hölle, eure Fragen entnehme ich, dass ihr mich des Lügens verdächtigt und ich bin des Verstehens müde. Nein, ich bin kein einfacher Waldbewohner. Ich richte diese Tiere ab, um sie als Wachen einzusetzen. Und da ihr mich jetzt beim Training unterbrochen habt, werde ich sie nie für die Mine bereit machen können. Eure Anwesenheit macht sie unruhig. Jetzt werden sie tagelang nicht zu bändigen sein. Vielleicht kann ich sie ja mit Fleisch besänftigen. Eurem Fleisch. Peter aus dem Norden, okay. Ich befinde mich in sehr angenehmer Gesellschaft. Worum geht es diesmal? Au, Lindwurm. So, was hast du bei dir? Geld, Pfeile und eine Rüstung. Pfeile plus 1, Eisenpfeile. Eispfeile. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Und natürlich ist das Ding leer. Okay. Das war da die falsche Lindwurmhöhle. Oh. Tasloi. Wie kann ich helfen? Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Versucht, Schlitz. Worum geht es diesmal? Ja, wie ihr wünscht.
Ah, ich kann den Wald im Norden nicht verlassen, oder wie? Mist.